Ich denke mal, wenn wir dann sowieso Magier machen wollen, wäre das ja gar nicht mal so verkehrt, wenn wir. Wo sind die jetzt? Da. Wenn wir dann auf nur die Rüstung nehmen, dann machen wir. Aber natürlich auch weniger Rüstungswert. Wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal. Wir sind mal ganz mutig, weil wir jetzt sowieso auf Magie gehen wollen. Oh, guck mal, das ist das Buch von Drachenblut. Das Buch von Drachenblut. Da, umblättern. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Oh ne, das will ich mir jetzt alles nicht durchlesen. Nee, 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 das. Nee, wie kommt das? Nehmen wir jetzt einfach mal. Tornister. Dietriche und Zauber. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Haben wir hier? Hallo. So ein Streitkolben und ein Eisenschild. Cool. Nein, Hundi! Das Buch nehmen wir auch. Kaiser, gesetzlicher Überblick des Kaiserreichs. Okay, das nehmen wir auch. Dietriche. Na, noch ein Dietrich. Dann nehmen wir den auch nochmal mit dir durch. Okay, wir haben Bücher. Das Lesen. Lesen. Benutzen. Zauberbuch. Oh, Funken. Ein Blitz der Gesundheit und Magicka. 8 Punkte. Okay. Dann müssen wir gleich lernen. So. Die können wir nochmal zu den Favoriten hinzufügen. Den Magicka-Trank. Waffen. Haben wir genug. So. Okay. Folgen wir ihm mal, ne? Entschuldigung, ich habe Frosch im Hals. Folgen wir ihm mal. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Hallo? Tschüss. Haha. So, weiter geht's. Hier, abschließen können wir hier auch abschließen. Cool. Cool. Ist hier was drin, ne? Nein. Aber da kann man bestimmt Schloss knacken. Gut skillen. Hier was drin, ne? Oh, da vorne liegt was. Viele Dietriche? 18 haben wir noch. Wow. Das ging dann ja nachher doch einfach so. Was haben wir hier? Geldbeutel. 10 Gold. 2 Gold. Knochenmehl. Oh ja, das nehmen wir mit. Knochenmehl nehmen wir mit. Wenn ich eins gelernt habe aus Minecraft, dann das Bone Meal. Wenn man Bone Meal irgendwo rüberstreut, dass da dann irgendwas wächst. So. Skelett durchsuchen. Nochmal Knochenmehl. Durchsuchen. Hey, hallo Soldat. Lebst du noch? Oh ne, die will ich nicht mitnehmen, die schiebe ich. Ah. Ja, nun bleibt doch mal ganz ruhig. Man muss doch immer mal gucken hier. Guck mal, dann Skelette. Ein Skelett hat sogar noch 5 Gold bei sich. Warum auch immer das Skelett 5 Gold braucht. Er hat auch 7 Gold. Warum haben die Gold? Wozu brauchen die das? Hier entlang. Ja, Papa. Eine Hölle. Ja, geh Mann, geh vor. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Zu warten? Ich werde sicher nicht aus dem Kaiserreich. Okay. Ja, ich verbrenne. Da vorne steht noch einer. Wo ist mein Schutzgeist? Wo ist mein Schutzgeist? Da sind ja zwei. Ha! Alle tot. Ah, haha. Langbogen, Eisendolch. Nee, alles, alles will ich alles nicht. Mein Schutzgeist ist weg. Okay. Ich folge dir weiter. Mal sehen, wo das hier hinführt. Hebel benutzen. Wir benutzen den Hebel. Kommst du? Kommst du? Weiter, geh. Du kannst vorgehen. Dort entlang kommen wir nicht mehr zurück. Oh, kommen wir Wir nicht mehr müssen weiter. zurück? Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Oh, okay.
zurück. Was haben wir denn hier alles so? Okay. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Ist hier was? Nichts. Nichts! Hier. Hier geht's auch weiter. Können wir nicht einfach hier zurückgehen? Oh, hier kommen wir doch auch hin. Wo geht's denn hier längs? Hier ist nur eins, hier ist ein Skelett. Genau. Ich wollte gerade sagen, inzwischen weiß ich auch, dass hier die Skelette Gold haben. Mit der Fackel. Skelett leer. So, wo kommen wir? Was ist hier? Achso. Hier werden wir zurückgekommen, oder was ist das hier? Keine Ahnung. Okay, da geht's nicht weiter. Aber wir haben nochmal Gold gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Das ist schon mal viel wert. Huch. Gehen wir da geradeaus weiter. Fatih, wo bist du? Wir müssen in Bewegung bleiben. Nein. Ja, da ist noch ein Skelett. Oh, Geldbeutel. Skelett. Will ich durchsuchen. Wow, geht nicht. Komm schon. Ja, ist ja gut. Schreib mich doch nicht an. Dann geh vor. Ich folg dir schon. Oh oh. Spinn. Zerstörung verbessert auf 16. Oh, cool. Warst du schon? Ha! Ja, Spinnen haben viele Augen. Frostbissgift. Okay, das nehmen wir mal mit. Kein Gift. Da. Silberring. Aha. Frostgift. Okay. Ist hier noch was drin? Ja, du hast auch nochmal Gift. Gut, was ist da oben? Hallo. Ah, warmes Feuerchen. Streitkolben. Nix. Gibt's da noch was? Ich bin da. Ja. Geh weiter. Fatih kommt schon. Da sehe ich aber noch was. Ja. Eisendolch. Noch mehr Eisendolch. Hier können wir bestimmt nachher alles verkaufen und Gold machen. Gold, Gold, Zaubertrank. Noch ein Zaubertrank. Okay, da wollen wir hier nicht hin. Wo ist er jetzt? Halt. Also. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Oh ja. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Eisen, vielleicht ey. Überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Der Bär ist auch gerade aufgestanden. Okay. Jetzt folgt er mir. Ich weiß auch gar nicht mal, wo es lang geht. Aber ich glaube hier vorne. Also schön. Ja, langsam und vorsichtig. Am Bären vorbei. Fast da. Mein Gott, meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Und gleich kommt ein Nieser raus. Und der Bär ist aufgeschreckt und zerfleischt uns alle. Das war knapp. Wow. Und jetzt gehst du wieder vor. Wow. Ich habe hier Schaden bekommen. Von was habe ich denn Schaden bekommen hier? Wow. Das ist ja. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Hey, der Weg nach draußen. Okay. Und jetzt? Willst du nicht weitergehen? Zum Himmelsrand. Okay. Wartet! Oh, Drache. Drache, flieg weg. Lass mich in Ruhe.
Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Na, ich weiß es noch nicht. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt hey, abgeschlossen. Gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay, gucken wir mal die Karte. Oh, oh. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole. Und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du ausnehmen und schnell dorthin reisen. Helden, aktueller Standort, Falkenring. Okay. Da muss er hin? Nein. Markierte Orte, ey, ich will das wegmachen. Hallo. Wie soll ich dann jetzt entfernen? So. Okay. Geh ich mal einfach mal weiter. Hübsche Blümchen. Ja, hübsche Blümchen. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Was denn nun? Ich dachte, wir sollten uns trennen. Das wahre Gesicht des was denn jetzt nun? Gesehen. Du entscheidest dich auch immer spontan weiß, um, was wa? Das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Ja, machen wir. Gehen wir mal hin. Wie geht's da rum? Wenn man da rumguckt, wo es da hingeht. So, da geht es bestimmt wieder zur Stadt hoch. Da, wo die mich alle umbringen wollten. Egal. Seht ihr die Ruine da oben? Ja. Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Okay. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Vielleicht mag sie den Ort. Man gewöhnt sich wohl daran. Okay. Ja, geh mal weiter. Oh, schöne Welt. Schön weit. Was ist das? Dies sind die Wächtersteine. Okay. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Hallo, Wächterstein. Na los. Aktivieren. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens haben. Oh, cool. Ein Magier, Tja, der Geschmack lässt sich. Ach, okay. Ich maße mir da kein Urteil an. Ah, diebisch, okay, diebisch. Ja, da haben wir ja gleich den richtigen gewählt hier. Ah, sehr cool. Haben wir gleich das richtige gewählt. Wie ist dies denn? Okay. Können sogar sammeln. Gehen wir mal weiter gucken. Ich weiß ja noch nicht, wo wir landen, aber was ist das da oben mit der Mine? Das können wir denk da auch noch hin? Das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, wir Glutsplitterminen entdeckt. Oh oh. Nein. Ich gehe ja schon. Ich gehe schon. Nur weil ich mal gucken wollte. Wo bist du jetzt hin, Opa? Da vorne. Okay. Ah, warte auf mich, ich bin nicht so schnell. Wow. Wölfe. Wolfspelz. Wolfspelz. Wacker oder sterben. Wow. Das war's schon, das war ja nun nicht.
Stirb! Okay. Tot? Bist du? Ja! Hey. Hör auf, wegzugehen! Tschüss! Was? Nochmal Würfe? Achso, das schießt doch etwas. Ja, gut. Ja, dann gehe ich da halt rüber. Boah. Kette der Wasseratmung, cool. Lass meinen Hund in Ruhe. Gold Dietrich. Oh, den nehme ich das Schild nochmal mit. Er hat meinen Hund nie getötet. Warum macht er sowas? So, wo ist der Opa jetzt denn schon wieder? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Da. Erst hängt er da das Kämpfen an und jetzt ist haut er ab. Boah, ey. Das ist mir vielleicht einer. So. Weiter geht's. Ich sehe Häuser. Kann das denn wahr sein? Ist es da eine Stadt? Da ist eine Stadt. Na, zumindest ein kleines Dörflein, ne? Flusswald entdeckt. Yay, wir haben Flusswald entdeckt. Okay. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Ja, warum gehen wir da mal hin? Hi. Setz bloß nichts in Brand, in Ordnung? Nein, 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 Alter, ich pass auf. Ja, ich pass auf. Ich gehe hier nur fröhlich mit meinem Hund spazieren. Apropos, wo ist er eigentlich? Egal, er ist weg. Ja, Bruder, bei Maras Gnade, es ist schön, euch zu sehen. Ja, können wir dieses Liebes, dieses Wiedersehensgedusel auf später verschieben? Wir haben gehört, dass Sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hort, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Ja, gut, Hort, da freuen wir euch kommt mal. Kommt bitte mal her. Ja, jetzt watschen wir der nächsten Person hinterher. Onkel Ralo, da ist ein Hund. Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, braver Hund. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Ein großer Berg da oben. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Och Mama. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch habe. Ja, geh mal aufpassen. Hau rein. Also, du, Ralof, wo bist du? Was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Ich auch nicht. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge.
Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Ach, das ist aber nett. Und einfach einen Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Oh. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Okay. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Oh yeah, jetzt können wir bestimmt verkaufen ein bisschen. Na, guck mir mal durch.